Slipknot. Okay, passt auf, Leute. Kurzes Video gibt es jetzt von mir am Flowtrail in Siegen. Und zwar, ja, da ist eigentlich geiler Scheiß für die Jugend gebaut worden. Dieser krass steile Table mit dem Double danach. Sowas gab es vorher am Flowtrail nicht. Die Kids feiern das da voll. Fahren wirklich nur diese beiden Sprünge. Auch ich habe da sehr viel Spaß. Ich zeige euch aber in diesem Video, wie der Oldschool-Flair von früher von der Sektion 4 wieder aufkommt. Viel Spaß beim Gucken, euer Thomas ohne Haar. Und geht direkt los mit dem Video. Ich höre noch ein bisschen Slipknot. Hallo Leute, euer Thomas ohne Haar. Ihr wisst, ich bin manchmal auch so die Fraktion, früher war alles besser, da kommt man halt hin im gewissen Alter. Allerdings wollte ich euch heute mal einen Tipp geben hier für Siegen, für den vierten Abschnitt. Da erinnern sich vielleicht noch die nicht ganz so Jungen von euch, dass man hier in diesem Teil, wo jetzt dieser Table steht, waren zwei so Holz-Hip-Jumps, ne? Erst ein Rechts-Hip, dann ein Links-Hip. Jetzt kommen quasi zwei so Holz-Shark-Dinger. Auch hier Blickführung wichtig. Und das fanden sehr, sehr viele cooler und flowiger etc. Und das jetzt hier mit dem fetten Table, das ist doch alles scheiße und das fühlt sich vorher viel besser. So, als Info, die Hips, die hier vorher waren, da war unten, weil zu wenig Boden da war, Holz drin. Das ist faul geworden und dann sind die abgesackt. Die waren überhaupt nicht mehr cool zu fahren. Die hatten Flat-Landungen. Da ist dann immer viel Erinnerung bei, die gar nicht mehr so ist, wie die letzte Fahrt war. Also das Zeug war nicht mehr so cool. Also hat sich Siegen sehr, sehr viel Arbeit hier gemacht, der MTB Siegerland. Danke dafür nochmal. Jetzt dieses Ding hier hinzubauen. Was in der GoPro immer so klein aussieht, in der Realität, wenn ich hier bin, gebe hier Kurse oder bin hier am Flowtrail, sehe ich ganz wenige, die den halt geradeaus bis in die Landung springen. Der hat einen relativ steilen Shape. Jetzt gibt es daneben, quasi hier kann man gar nicht erkennen, das fließt so über, den kann man jetzt entweder hier geradeaus springen, aber auch hier als Hip springen. Entweder hinten da seitlich in die Wand oder als Hip hier rausziehen und in der Landung von dem großen landen, um dann in den großen Double da hinten zu kommen. Genau das mache ich euch jetzt vor und dann werdet ihr sehen, dann ist fast der Flow von früher wieder da. Und für alle, die dieses Ding hier, was daneben ist, ist halt eine wirklich pillgerade Anfahrt und der ist echt steil und da haben halt viele Sorge. Sehr, sehr viele landen da oben drauf, weil sie einfach zu langsam sind oder weil sie nicht abziehen oder was auch immer. Und ich wollte euch jetzt einfach heute mal die Alternative zeigen. Back to the old hip jumps. Ich fahre die Line wieder so, wie die früher war. Jetzt gibt's da vor der Table, ist auch neu gekommen, ist also wieder richtig nice. Also hier die 4, allein da kann ich 2 Stunden verbringen, ohne Langeweile zu kriegen. Man kann nachher hier noch Kreuzjumpen an dem Sprung und was weiß ich alles. Der neue Shape von dem Sprung daneben ist richtig cool geworden, weil man sich da ein bisschen probieren kann. Ich werde euch jetzt meine Oldschool-Line, wie es früher war, wie sich vielleicht einige auch erinnern können, einfach mal zeigen. Schnall mir die Kamera hier dran und probiert es doch, wenn ihr das nächste Mal beim Flowtrail Siegen seid, auch mal aus, es so zu fahren. Man kann sich wunderbar rantasten, erstmal oben drauf landen, in der Seite landen, dann bis in die Landung springen. Ich zeige euch jetzt, wie es aussieht, wenn man es mit Speed und fluffig fährt. Es ist tatsächlich fast wie früher. Also, habt Spaß auf dem Flowtrail Siegen, der ist einfach geil. Und bald übrigens, wollte ich schon mal anmerken, Radon Test Days, guckt immer mal auf die MTB Siegerland Homepage. Die werde ich auch unten verlinken in der Beschreibung, anders kann ich das hier bei YouTube gar nicht. Und ey, euch viel Spaß am Bike, ich höre jetzt auf zu quatschen und zeige euch mal, wie ich diese 4 wieder so fahre, wie die früher war. Yes, euer Thomas ohne Haar. So, bei den Überwährungen immer aufpassen, dass frei ist, ne? Und ab geht's. Thank you.
Ah, ich liebe die vier total, Leute. So, jetzt kommt quasi Linkship und Rechtship. Ah, geil. Und jetzt noch die Pumphüppel hier. So, jetzt noch schön zwei, dreimal pushen hier. Und durch. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, wie man halt dann so einen Jump hier fährt, dann tue ich euch ebenfalls verlinken meine Fahrtechnikkurse hier von Free and Ride und kommt vorbei und wir erarbeiten uns das Thema Springen. Ist kein Hexenwerk, wenn man genau weiß, was überhaupt vorgeht. Viele machen sich gar keine Gedanken darüber, was physikalisch vorgeht, was ich überhaupt tun muss. Muss ich proaktiv sein? Muss ich passiv sein? Muss ich reagieren? Muss ich agieren? Viel Stress machen die Leute sich im Kopf, wenn sie an einen Sprung zufahren. Und ich zeige euch, wie man Springen hier reinkriegt, ins Gefühl. Dann kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Wir erarbeiten uns das. Und ja, würde mich freuen. Ganz kurz Werbung in eigener Sache und ich hoffe, das ist okay für euch. Also, ich freue mich über jeden, dem ich helfen darf, das gefühlvolle Mountainbiken für sich zu entdecken. Alter, Geschlecht, Religion, ethnische Herkunft, ist mir alles egal. Hauptsache, ihr seid Mountainbiker mit Leidenschaft. Dann seid ihr bei mir genau richtig. Euer Thomas Ohlehaar von Free and Ride.